Moin, moin, herzlich willkommen zur vorletzten Mission der niederländischen Kampagne, das Unglücksjahr. Und wir werden wieder von einer Menge Text erschlagen, wie ich dann sehe. Aber gut, das soll uns nicht aufhalten. Arbeiten wir uns mal dadurch, würde ich sagen. Die grauen Wolken, die Vorboten eines Gewitters, sammelten sich über Europa. Am 22. März 1672 haben die Engländer den holländischen Seekonvoi angegriffen. Dann setzte sich der Sonnenkönig im Mai über den Rhein über. Innerhalb der nächsten 4 Tage kapitulierten die Städte im Herzogtum Kleve, die sonst eine natürliche Barriere von Holland bilden. Diese waren Emmerich, Wesel und Rheinberg. Zur gleichen Zeit kämpft das holländische Geschwader unter Admiral de Ruyter mit der anglo-französischen Flotte unter dem Kommando von Admiral de Estrées und Herzog von York. In den Seeschlachten sind die Holländer erfolgreicher als im Bodenkampf. Innerhalb kürzester Zeit hat der Feind 4 Provinzen besetzt. Der von einer Weltherrschaft träumende Sonnenkönig führt seine Truppen höchstpersönlich in den Kampf. Der Kampf wird ebenfalls durch Propaganda unterstützt. Maler und Poeten lobpreisen die Siege des Königs. In Versailles wird ein Salon bzw. Saal des Krieges eröffnet, wo auf einem Relief der Sonnenkönig als Riese dargestellt wird, der über den Rhein geht. Franzosen marschieren direkt auf Amsterdam zu. Die Stadt liegt schutzlos da. Vor der ganzen holländischen Armee und Flotte stellt sich eine schwierige Aufgabe. Die Truppen neu formieren und den Feind aus dem Lande verjagen. Die Besetzung der Hauptstadt oder eine weitere Niederlage würden den Niedergang bedeuten. Der Gott prüft uns, sein auserwähltes Volk. Wir verstehen nun, dass wir entweder siegen oder verschwinden werden. Wir warten auf Ihre Befehle, mein Hauptmann. Wir wissen, dass es momentan ziemlich hart zugeht und der Feind ist stark und brutal. Doch wir sind die Soldaten, die die Küste Brasiliens, Molukken, Indien und England erobert haben. Über uns wehen die Fahnen unserer Provinzen. Und wenn wir auch viele edle Männer verloren haben, so sind die am Leben gebliebenen nun doppelt so kaltblütig. Unsere Waffenkammern sind voll mit Waffen. Leider haben wir zurzeit aber weder Baustoffe noch genügend Arbeitskräfte, um etwas Anständiges zu bauen. Deswegen wird unser Heim hier erstmal eine einfache Behausung sein. Ob ein Zelt oder ein Bauernhaus, beides wird unsere Burg werden. Führen Sie uns zum Sieg. Ich danke Ihnen. Ich weiß Ihre und Ihre Soldaten Entschlossenheit sowie den Glauben an Gott hoch zu schätzen. Ja, und damit herzlich willkommen. Unser Missionsziel ist es zu gewinnen. Wer hätte es gedacht? Wir müssen 1 Stunde lang durchhalten oder alle Gegner vernichten. Oha, so eine Mission hatten wir schon lange nicht mehr. Gut, dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal darum. Würde ich sagen, ziehen wir mal alle Truppen zusammen und verschaffen uns mal einen Überblick. Okay, die Minen sind alle leer, wie es scheint. Hier kann ich auf alle Fälle Bauern bauen und Upgrades raushauen. Und Truppen kann ich schon mal bauen. Reiter überlege ich mir noch. Die Lagerhäuser brauchen wir nicht, die reiße ich immer ab, sonst werden die anderen nur teurer. Fischerboote könnte ich bauen. Da mache ich noch erst das Upgrade raus. Was haben wir denn hier? Hier haben wir auch noch ein paar Bauern. Und ein paar Minen. Hier haben wir auch ein paar Truppen. Hier können wir auch Bauern bauen. Sehr gut. Geht hier mal zum Feld direkt. Und Truppen können wir hier bauen. Noch ein unnützes Lagerhaus, was wir abreißen können. Hier haben wir auch Truppen. Und ein unnützes Lagerhaus. Wir werden auch direkt beschossen. Ja, dann lassen wir mal die Kanonen verbessern. Ansonsten, ja, ein paar Upgrades können wir rausgeben. Die Fischerboote mal günstiger machen. Hier haben wir ein Lagerhaus, das ist aber ganz gut für Holz. Das lassen wir mal. Noch Nahrungsmittel-Upgrades mal rausgeben, sehe ich gerade. Was haben wir denn hier? Hier haben wir erstmal ein unnützes Lagerhaus. Links und rechts, das kann weg. Ein paar Bauern, die wir bauen können. Truppen können wir hier ausheben. Das ist schon mal sehr gut. Reiter spare ich mir. Bei den Kanonen brauche ich erstmal Upgrades, bevor sich das lohnt. Hier haben wir auch ein paar Bauern.
Und ein Lagerhaus ist mir aber ein bisschen zu weit weg, ehrlich gesagt. Da ist die Stadt. Okay, dann geht ihr einfach mal Nahrung sammeln. Ihr könnt hier den Stein sammeln. Dass ein Lagerhaus auch ein paar Meter näher dran sein könnte. Aber ich muss erstmal Stein sammeln, bevor ich das abreiße. Ja, das sieht so ganz gut aus. Ja. Verbessern wir die Kanonen überall. Wir werden bombardiert. Dann wäre ein Upgrade für unseren Bauern doch ganz gut. Dafür brauchen wir jede Menge Stein. Dann müssen wir da auf alle Fälle das Upgrade raushauen. So, hier sichern wir uns schon mal die Nahrungsvorräte mit den Booten. Sollte das mehr als genug sein, denke ich. Ja, wir können ja auch nicht angegriffen werden, weil hier sonst nichts ist. Also können wir doch ruhig 30 bauen. Dann können wir die restlichen Bauern nämlich für unsere Minen benutzen. So, als allererstes... Achso, ich habe keinen Stein. Klar, weil das natürlich sofort verbraucht wird, ne? Das muss ich anders machen. Habe ich einen Markt? Kaufe ich etwa Stein? Mir ist genug, dass ich das hier bauen kann. Sollte doch die Geschwindigkeit erheblich erhöhen. Kann ich sonst noch wo Steine bauen? Ich brauche das halt für die Mauern, ne? Das ist so ein bisschen das Problem. Sonst geht erstmal alles um Stein. Hier die Kanonen weiter verbessern. Ja, Holz brauche ich auf alle Fälle auch, aber Nahrung eigentlich nicht. Ich brauche halt wirklich Stein, auch für alles, ne? Auch um neue Minen ausheben zu können. Und hier werde ich angegriffen. Könnte hier an die Mauern gehen, da drüber schießen. Das wäre eigentlich so das Beste. Ansonsten kann ich direkt hier zum Stein hinschicken. Wunderbar. Hier schicke ich auch direkt zum Stein. Ich brauche wirklich erstmal alles auf dem Stein. Ich habe 34, die nichts tun. Alle bitte arbeiten. Hier geht auch zum Stein. An Nahrung brauche ich ja nicht gar nichts. Ich mache das jetzt über Schiffe, habe ich mir überlegt. Dann der Rest kommt an den, zu den Minen. Die können hier Holz abbauen, das ist in Ordnung. Das Lagerhaus kann ich abreißen. Kann ich hier so ein paar Leute hinschicken, die mir zumindest die Kanonen hier einnehmen. Achso, okay, die werden aber zerstört, das ist auch in Ordnung. Dann nimmt mir aber mal die Goldmine wieder ein. Die werden hier angegriffen, das ist ungünstig. Dann schicke ich sie lieber hier hoch und lasse sie hier arbeiten, dann habe ich sie alle zentriert. Ansonsten, die sind hier alle schön am Kämpfen. Ich muss mal ein paar Upgrade-Hotkeys hier vergeben. Ist alles so durcheinander hier, ist echt ein bisschen... anstrengend. Und meine Güte, sind Gegner. Oder kann ich die anheuern? Die kann ich wohl anheuern, wie es aussieht. Das werde ich auch direkt mal machen. Stein, Holz. Ich brauche hier definitiv Upgrades, sonst schneiden die viel zu schlecht ab. Zwei, drei, vier, fünf. So, und dann baue ich sie alle, sag ich mal, hier zentral auf, würde ich sagen. So, ein paar Upgrades vergeben. Die Feld-Upgrades brauche ich nicht, aber hier das Boot, die Bootseffizienz wäre auf alle Fälle wichtig. Macht mal das Tor auf und holt mal die Leute da raus. Ich greife jetzt mit allen meinen Truppen an.
Ihr Hauptmann, habe die Ehre. Ich bin nicht mehr jung. Meine Bataillen führten mich durch ganz Westfalen, Sachsen und Hannover hierher. Ich habe mich in vielen Kämpfen beteiligt und bin fest davon überzeugt, dass sie früher oder später meine Jungs dringend benötigt werden. Ihnen fehlen die geschlossenen Reihen der Infanterie, treffsichere Musketiere und mächtige Knaben mit Piken. Das Soldatenhandwerk ist unser Lebenssinn. Auch wenn es manchmal schwer ist, so ist es doch fast immer ein gutes Geschäft. Was anderes haben wir ja nicht gelernt. Aber das, was wir können, das können wir mit links. Wir bieten jedem unsere Dienste an, der nicht geizig ist. Ich danke Ihnen, Herr Hauptmann. Wir haben diese Wendung von Ereignissen erwartet. Auch wenn die Republik finanziell nicht gut dastehen vermag, so schätze ich Ihre Kriegskünste sehr hoch. Wenn wir uns einig sind, so herzlich willkommen. Für 7000 Gold kann ich Sie anheuern. Das Angebot werde ich später annehmen. Ich habe nämlich kein 7000 Gold. Aber ich kann die ja schon mal in Angriff schicken. Hier die auch. Zack, zack, zack. Dann mache ich auch mal die Tore auf. Ach nee, ich kann die nicht hier in Angriff schicken. Ich werde hier sogar angegriffen. Okay, das wusste ich gar nicht, dass hier sogar noch Gegner kommen. Das muss ich auch die Kanonen verbessern. Ich brauche definitiv... Okay, ich habe sehr viel Stein. Das ist sehr gut. Dann kann ich mir nämlich die Minen schnappen. Hier, hier, hier. Überall gibt es hier nämlich noch Minen zu holen. Und die brauche ich definitiv. Auch noch eine Mine. Und verbessern kann ich die anderen nämlich auch noch. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal haue ich hier ein paar Upgrades raus. Mir fehlt es an Gold. Die werden hier ein bisschen aufgemischt. Das ist natürlich nicht so schön. Ihr dürft hier gerne drüber gehen. Ach so, das sind gegnerische Piken. Upsala. Misch die auf und dann gehe ich nach rechts. Vielleicht können wir die auch einfach angreifen. Genau. Wir erobern hier die Stadt, dann stört uns die schon mal nicht mehr. Darf ich den General verlieren? Okay. Ich darf nur die Hauptstadt nicht verlieren. Das schaffen wir. Dann werde ich die Gunst der Stunde nutzen, die Minen zu verbessern. Kann ich aber gar nicht, fällt mir gerade auf. Dafür müsste ich nämlich... ...etwas Gold ausgeben, das ich nicht habe. Noch nicht habe. Das werden wir aber definitiv gleich mal nachholen. Schicken wir hier mal ein paar zum Holzhacken. Da sind noch mehr. Ich dachte, das wäre nur diese kleine Vorstadt hier. Ich werde sie trotzdem direkt abreißen, dass sie mir später nicht zum Verhängnis werden kann. Hier nochmal die Haltbarkeit von Gebäuden erhöhen, genau. Und das Gold spare ich mal, wenn ich das kann. Wäre mir das sehr lieb. Die nämlich schon mal verbessern. Hier ist eine Goldmine. Am wichtigsten wären die Goldminen. Da muss ich auch einmal meinen Markt auf dem Hotkey packen. So, dann verkaufen wir hier mal ein bisschen Stein. Ja, komm. Macht meine Armee. Okay, die wird ausgelöscht. Macht nichts. Das ist gar nicht meine Kanone. Na gut. Ich habe auch schon wieder einiges an neuen Truppen gesammelt. Sind halt noch ein bisschen schwächlich, weil ich noch keine Upgrades für die habe. Das
Deswegen schneiden die auch schlecht ab, falls ihr euch da wundert. Hier haben sie mir die Minen kaputt gemacht. Ich will das einmal erobern, weil hier sind viele Goldminen. Ich verzichte einfach mal auf die Kommandanten. Das wäre mir jetzt hier zu umständlich. Schauen wir mal, dass wir lieber ein paar Upgrades noch, ein paar Minen verbessern können. Oh, mir fehlt Nahrung. Oh, wie kommt das denn? Habe ich nicht Schiffe gebaut? Ich dachte eigentlich, dass sie ein bisschen mehr Nahrung bringen. Upgrade habe ich auch schon rausgegeben. Ja gut, dann werden wir ein paar zur Nahrung schicken. Wenn die so schlecht sind, das hatte ich nicht gewusst. Aber habe ich sogar ein paar an Nahrung. Nun gut. Genau, die Maschine weiter vor. Dann verbessern wir die Minen weiter. Etwas Gold. Na komm. Und die beiden hätten wir. Oh, das ist ja richtig viel hier. Ja, okay, ich soll ja eigentlich nur verteidigen. Es war eigentlich zu erwarten, dass das dann nicht so kleine Truppchen hier sind. Aber ich denke mal, dass wir das gewinnen. Wenn wir die hier unten vernichtet haben, dann brauche ich mir auch von unten keine Sorgen mehr machen. Das wäre halt wirklich sehr angenehm. Dann gebe ich auch noch ein paar Upgrades raus. Das hilft ihnen direkt erstmal im Kampf. Direkt alles abreißen, was wir einnehmen, dass sie das hier nicht wieder aufbauen können. Der Befehlshaber der Republik gelang es, die Truppen in Eile umzugruppieren und dank den Geldern der Amsterdamer und Gager Wucherern neuen Truppen anzuheuern, die Verteidigung zu stärken und einen Gegenangriff zu starten. Das brachte den Sieg. Die gegnerische Infanterie war vertrieben durch das genaue Feuer unserer Falkonets, die feindlichen Reiter genauso. Nach all diesen Niederlagen stimmten die Nachrichten sehr positiv. Man hoffte, dass das Ganze von nun an besser läuft. Ich frage mich, von welchen Geldern er redet. Kriege ich vielleicht noch ein Ereignis, wo ich Gelder kriege? Weil anders kann ich mir das nicht erklären. Nicht mir, sondern dem Herrn sollte man für diesen großen Sieg danken. Ich danke unseren tapferen Offizieren und Soldaten der Infanterie, den kühnen Reitern und Kanonieren. Nicht umsonst tragen unsere Offiziere die orangenen Schals sowie Flammen. Es lebe Oranien. Sehr schön. Das ist sowas, höre ich immer gerne. Auch wenn wir den Kampf noch nicht gewonnen haben. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. Sagen, wir können uns wieder ein bisschen um die Eco nebenbei kümmern. Die Mine verbessern. Die müssen wir auch verbessern. Die haben wir schon. Dann schicken wir da ein paar Bauern hin. Hier werden wir angegriffen. Lass mir mal die Kanonen verbessern. So, ich habe es nicht ganz geschafft, aber gut, wir haben sie so ziemlich fast besiegt. Wir können denen eine Menge von ihrem Zeug schon mal abreißen. Die Mine behalte ich erstmal. Da würde ich sagen. Oh, hier ist eine gegnerische Kanone, die auf mich schießt. Wer weiß, wie viel Schaden die schon gemacht hat. Ich hoffe nicht allzu viel. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir hier mal in die Offensive, vertreiben hier einmal die Truppen und dann gehen wir nach unten und holen uns den Rest der Gebäude hier. So, ein paar Upgrades. Das läuft gut. Schauen wir uns nochmal die Minen an. Die können wir auch noch überall verbessern. So, da sind wir auch schon wieder. Da wurde ich einmal kurz unterbrochen. Wo waren wir stehen geblieben? Genau, wir wollten die Minen verbessern. Und voll machen.
beziehungsweise hier den Kampf gewinnen. Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Aber bevor ich hier weiter zur Stadt gehe, gehe ich jetzt erstmal nach unten rechts, würde ich sagen. Kanone behalten wir jetzt einfach mal. Das ist meine. Auch wenn die nicht so gut sind, weil die keine Upgrades bekommen. Schiffsbaugeschwindigkeit könnte sich sogar tatsächlich lohnen. Fällt mir gerade auf. Dann könnte ich nämlich die Boote schneller bauen. Also die Fischerboote. Wir schicken wieder ein paar zur Arbeit in die Minen. Da freuen sich doch die. Oh. Haben wir gerade angegriffen? Ich hoffe, ich hatte sie im Angriffsmodus. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Kann sein, dass sie jetzt nur gegangen sind. Das wäre natürlich ein bisschen ungünstig. Aber lässt sich nicht verhindern. Jetzt aber bitte einmal nach unten rechts marschieren. Hier ist auch noch eine Mine zum Verbessern. Ja. Jagt ihr da wieder drei Einheiten hinterher? Nee, 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 nee. Schauen wir mal, wie das mit den Minen aussieht. Ich habe hier überhaupt keinerlei Überblick. Okay, das ist eine Dreier. Die habe ich schon verbessert. Die habe ich verbessert, die habe ich verbessert und die habe ich verbessert. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Das ist schon eine Dreier. Das auch. Die drei hatten wir auch schon, ne? Ja, wunderbar. Hier vorne ist noch eine. Ja, auch schon. Auch. Und auch. Auch. Ja, ich würde sagen, die haben wir auch schon. Doch alle Minen haben wir damit verbessert. Genau, die muss ich nur noch voll machen. Das machen wir auch. Zack, zack, zack. Hier war doch noch irgendwo eine. Ne, die war das nicht. Das ist die. Gucken wir mal. Man kann das hier sehen, wenn man auf den Marktplatz geht. Genau. Wir haben keine nicht aufgefüllten Minen. Sehr gut. Ich schicke mal ein paar mehr auf die Felder, vorsichtshalber. Sieht aber so schon mal ganz gut aus. Also wir haben wirklich mehr als genug Bauern, sehe ich gerade. Ich kann auch keine Häuser bauen, aber ich brauche mir ums Popcap auch keine großen Sorgen zu machen. Schicken wir noch mal ein paar zu den Wäldern irgendwo. Aber hier gibt es auch keine großen Wälder, ne? Gibt es noch den Wald? Die sind endlich mal angekommen. Sehr gut. Dann nehmen wir jetzt den Rest hier nochmal ein. Dann können wir jetzt auch die Truppen hier mal runterschicken. Zack, 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 zack. Verbessern. War hier nicht noch ein Stack an Einheiten? Ich frage mich, wo der hin ist. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm. Ach doch, hier oben stehen. Ich wollte gerade sagen, irgendwo müssen wir hin sein. Die werden sich ja nicht in Luft auflösen. Den Gefallen tun sie mir nicht. Das können wir abreißen. Oh, ich habe jetzt die Kanonen dabei, das ist natürlich ungünstig. Die schicken wir mal wieder zurück zu den anderen Truppen. Ich sehe gerade, hier ist eine Goldmine, aber die wird wahrscheinlich immer angegriffen. Beziehungsweise, waren das nicht drei? Waren doch nur zwei. Ihr könntet euch auch darum kümmern, die Gebäude hier langsam zu zerstören. Fahrt da mal hin. Zerstört die.
Ich glaube, den Rest kann ich einnehmen, ne? Upgrade-technisch sind wir super dabei. Die Minen sind auch entkommen. Es dauert halt, bis die Bauern hier runtergelaufen sind, ne? Also. Achso. Naja, gut. Das kann alles weg. Aber die Häuser hätte ich eigentlich behalten können, aber jetzt ist es zu spät. Dann gehen wir hier auch mal in die Offensive. Wir haben sie jetzt ja unten rechts schon besiegt. Hier unten, die haben wir eigentlich auch schon praktisch komplett besiegt. Wir müssen ja eigentlich nur hier links das besiegen. Und ich glaube, mehr kommt hier auch nicht. Also ich würde sagen, dass wir das hier echt haushoch gewinnen. Da müssen wir auch keine Stunde durchhalten. Aber es liegt auch daran, dass wir halt einen extrem starken Start haben, ne? Es ist zwar alles verteilt. Da darf man sich nichts vormachen, aber dafür sind wir mit 2 Akademien, 5 Kasernen, einigen Bauern, ich glaube 2 oder 3 Stadthallen, also jede Menge Schmieden, apropos Schmieden. Ich habe vergessen, die Upgrades rauszuhauen. Ein Wunder, dass meine Truppen so leiden. Gerade diese Upgrades sind halt besonders stark, ne? Aber da macht es die Masse dann trotzdem. Einmal nach unten, dann machen wir den Rest noch einmal, den wir vorhin vergessen haben, beziehungsweise nicht mehr geschafft haben. Hier sind auch noch Truppen. Hier einmal die Panzerung verbessern, hier auch die Panzerung verbessern, noch nicht ganz, da fehlt uns noch ein bisschen Eisen. Okay. Die besten Eigenschaften des niederländischen Volkes und seiner Armee haben sich in seiner Fähigkeit zur neuen Sammlung nach der Niederlage offenbart, im Kampf gegen das unerbittliche Schicksal. Die Holländer haben wieder Mut gefasst und die Kriegsentwicklung zu ihren Gunsten verändert. Siegreich am Anfang in eher kleinen Auseinandersetzungen haben sie es erreicht, die Franzosen auch in großen Schlachten zu schlagen. Der Verlauf des Krieges verändert sich immer mehr zum Gunsten der Vereinigten Provinzen. Ich freue mich und bin sehr stolz auf eine solche Wendung. Die Einmischung der Vorsehung und unser Mut, das alles bewirkt Wunder. Ja, sehr schön. Dann haben wir die hier wohl offiziell besiegt. So wie das klingt. Dann ist hier unten noch ein bisschen was, das können wir auch noch zerstören. Also die können sich hier mal um die Gebäude kümmern. Die kann ich nicht einnehmen, okay. Ja, wir marschieren hier einfach durch. Wir können jetzt auch endlich mal das Upgrade holen. Wunderbar. Da gibt es nochmal extra 2 Panzerungen für meine Truppen. Haben schon +2, vielleicht müssen wir +4 haben. Genau, wunderbar. Die hätte ich mal lieber am Anfang vergeben sollen, weil das sind eigentlich sehr starke Upgrades, die man in der Schmiede bekommt. Vor allen Dingen für die Pikeniere, ne? +2 und Verteidigung, +5 Angriff. Das ist schon einiges. Und der Gegner hat auch nicht viel, wenn ich mir das angucke, ne? Der hat alle immer nur so kleine Befestigung, oder wie soll ich das nennen? Aber es ist jetzt nicht wirklich viel, was der hier hat. Da sind ja kaum Bauern dabei. Ich sehe auch nicht viele Kasernen, ehrlich gesagt. Sind es immer nur mal verteilt, so einzelne Kasernen. Da wundert mich das nicht, dass wir so gut abgeschnitten haben, ne? Der Gegner ist ja extrem verteilt. Hat kaum Gebäude, vor allem kaum Bauern. Hier oben hin wird schon mehr. Aber ich glaube, die haben wir trotzdem schon besiegt, so wie es aussieht. Schauen wir mal. Die Arroganz des Sonnenkönigs hat den Franzosen einen schlechten Dienst erwiesen. Den Sieg schon in Reichweite und nun doch ein Traum davon. Wusste ich doch, dass der Sonnenkönig die Franzosen waren.
Irgendwas schwebt ihm in deinem Kopf. Die schleppenden Bewegungen der französischen Truppen gen Amsterdam läutete eine schicksalshafte Wendung ein. Die Holländer haben die Muidener Schleuse geöffnet und die Überschwemmung wurde zu einem unüberwindbaren Hindernis für den Feind. Amsterdam sah zu der Zeit aus wie eine Insel im Meer. Das Ganze rettete das Land. Die Standhaftigkeit der Soldaten, die Entschlossenheit der Führer und die Selbstlosigkeit und Hingabe des Volkes stoppten den Feind. Dieser musste vor den Naturkräften passen. Dank dem entschlossenen und gemeinsamen Handeln der Soldaten und Matrosen konnten auch die holländische Flotten sowie die englischen und französischen Schiffe in die Flucht geschlagen werden. Ohne Vorräte und frische Truppen auf sich alleine gestellt im Feindesland waren die Franzosen gezwungen, sich zurückzuziehen. Gott sei Dank, der hat uns lang getestet und brachte nun die lang ersehnte Befreiung von allem Übel und einen unerhörten Sieg. Doch auch alles in seiner Hand ist, so sollten wir unsere Pflichten dem Herrn nicht aufbürden. Er hat genug zu tun. Deswegen, wie bei St. Martin und anderen Heiligen, wir sollten eine ähnliche Plage niemals mehr zulassen. Von nun an wird mein Motto Vigilando Ascendimus sein. Ja, und damit haben wir die Mission gewonnen. Hier gab es auch gar nicht mehr viel, sehe ich gerade. Hier oben ist nämlich Wasser. Gut, dann hätte uns der Fregattenbau oben nichts gebracht. Das ist ja ganz gut, dass ich das nicht getan habe. Das war doch mal eine richtig, richtig coole Mission. Also ich fand das sehr schön aufgebaut mit den vielen Städten. Hätte ich gewusst, dass hier oben Wasser ist, hätte ich mir hier oben die Verteidigung auch sparen können. Ich hatte halt immer Angst, dass hier von links Reiterhorden oder sowas hier irgendwo über einen Pass kommen und uns angreifen oder Boote landen. Man weiß es ja nie. Ich kenne die Maps ja nicht vor, ich spiele die auch zum ersten Mal. Und ich wusste nicht, ob hier oben vielleicht noch einen Wasserweg existierte. Alle Fälle schön gemacht, ne? Mit den links den Truppen, den rechts den Truppen hier. Wusste ich eigentlich, dass hier Truppen waren. Ich dachte eigentlich, hier gibt es irgendwie Banditen oder sowas. Dann könnte ich mir die Minen sichern. Ja, auf alle Fälle eine coole Mission und hat mir Spaß gemacht. War ein bisschen easy, aber gut, wir spielen auch auf normal. Ich werde die Mission auch nochmal auf, glaube ich, den maximalen Schwierigkeitsgrad durchspielen. Dann sollte das erheblich knackiger werden. So oder so, hat mir Spaß gemacht und ich freue mich auf die letzte Mission. Ich hoffe ihr auch und bis dahin würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen und ja, bis dahin, ne? Ciao, ciao.